So. Neue Missionen anzeigen. Rettet die Kinder, haben wir schon gemacht. Komm jetzt. Ich will hier hinter. Was ist denn so schwer daran, hier hinterzukommen? Boah, wie viele Missionen habe ich denn hier? Ich mach's jetzt einfach mal. Okay, warte mal. Ist ein bisschen langweilig irgendwie. Ich dachte, man kriegt ja irgendwie auch mehr bei den Missionen. Dann nicht so $30 oder so. Schiff entsenden muss ich, gell? Ja. Nehme ich mal noch die Seebärenmission. Schiff entsenden. So, mein Bruder hat mir gerade ein paar Taschentücher gebracht. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Jetzt ist es viel besser. So, jetzt muss ich... Wenn mal jemand sagen können... Wählen Sie eine Route. Beachten Sie das Risiko. Also wenn einer von euch mir sagen... Ach, warte mal. Eins, drei, vier... Nee, geht auch nicht. Hier geht es auch noch runter. Also wenn mir einer von euch sagen kann, wie man hier das Risiko irgendwie umschaltet, dann wäre... Also wie man hier irgendwie steuern kann, meine ich, dann wäre ich wirklich sehr dankbar. Bis mal hiermit. Abbrechen. Ich raff das nicht. F1. Ne, das will ich ja nicht weiterspielen. Neues Dock hinzufügen, 80 Smaragde. Die Kristalle. So, okay. Schiffe auf See, Seekarte. Mission beginnen. Ach, jetzt kann ich. Alles klar. Wie geht es jetzt? Aha, alles klar. Okay, sehr schön. Ein Gelage für Reiche. Gesetzlose Teil 3, Gefährlichkeit Nummer 3 nehme ich. Und da schicke ich die... Ich habe nur noch die Santa Luis. Mist. Nein. Na, ich probiere es mal. Komm hier, wir probieren es einfach mal. So, und jetzt legen wir mal los hier mit unserem... Bestätigen, so. Jetzt legen wir los hier mal mit unserem richtigen Kampf. So ein bisschen Geld verdienen nebenbei ist ja schön und gut. Aber wir wollen natürlich auch ordentlich selbst kämpfen. Ich habe jetzt übrigens auch ein Freizeitspiel-Speicherstand angefangen. Da habe ich jetzt auch fast 20%. Und zur Zeit 4 Upgrades sind derzeit in der Hütte des Kapitäns verfügbar. Okay. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wo steuern wir hin? Wir steuern nach da. Wir müssen aber genau in die Entgegen. Also wir müssen zum Punkt. Yeeha! Ich weiß gar nicht, wie stark mein Schiff jetzt hier ist. Auf meinem anderen Speicherstand konnte ich mich sogar mit Level 34er Fregatten schon anlegen. Ich probiere es einfach mal. Oh, ich sehe da hinten einen Sturm auf uns zukommen. So, ich werde das große Schiff rammen. Mit Kettengeschossen bombardieren. Oh, was ist das da? Hol ich mir das. Rammen, bombardieren. Der Seebär hatte Erfolg. Wunderschön. Das Schöne ist, wir können ja auch vom Schiff aus diese Mission starten. Backbord, Captain. Da ist jemand in Seenot, Captain. Bam! Yeah! Und gute Nacht. So, drauf, drauf. Jeha! Achtung, Einschlag! Achtung! So, nach unten und... Wunderschön. Das hat Schaden angerichtet. So will ich das sehen, so will ich das sehen. Oh, müsste es daneben nehmen. So, drauf, drauf. Die ist tot. Und da hinten kommt noch eins. Ich darf das andere aber nicht treffen. Ich schieße was mal daneben. Das geht echt einfach. Wir haben kaum Schaden verloren. Und seit wann können wir im Sturm bitte... Sind bereit, Sir. Ah, hier ist das feindliche Schiff. Oh, gute Nacht. Da sind die an den Fittlich. Feuer. Und gute Nacht. Bereit machen für Aufschlag. Ja, komm her. Aua, das hat weh. Was ist das für eins?
Level 23, okay. It's easy! It is easy! Yeah! Und go! Hab ich das versenkt? Oh, ich glaube, ich habe es versenkt. So macht das doch Spaß, meine Freunde! So, komm schon. Wunderbärchen. Sind bereit, Sir. So, da liegt noch ein Schiff. Und jetzt kann ich da noch mal rein. Naja, mach ich halt so. So, okay. Jetzt müssen wir mal schauen. Ach, da ist ja noch eins. Okay, und ändern. Ich hab's nur glatt gemacht, indem ich reingefahren bin. Das ist zu geil. So, hoch auf den Mast. Und dann geht's los hier. Huh! Was habe ich denn bitte für Waffe gerade? So, kommt da ja los. Und gute Nacht. Und der nächste. Und stirb. So, und wer noch? Ich sehe nichts mehr, Leute. Yay, wunderschön. Haben wir es geschafft. Wir haben sie platt gemacht wie nichts, meine Freunde. So, hallo und herzlich willkommen auf der Jackdaw. Jackdaw reparieren, bekannt hat gerade, reparieren erstmal die Jackdaw. Der hat ja doch einiges eingesteckt. So, den Bladebildschirm überspringen wir wieder. Und dann... Blinde Justitia. So, wo ist denn der ganze Rest, den wir gerade auseinandergenommen haben? Das war ja nicht wenig, ne? So, hier ist noch was. Erbeuten, 5 Stoff. Und da drüben ist noch ein Schiff, mit dem können wir unsere Bekanntheit runterschrauben. So, und Enter. Wunderschön. So, komm mal her. Huch. Noch geht's nicht. Das ist einer von den Fetten, den will ich auf jeden Fall treffen. So. So, den holen wir uns auch noch. Und geht nach. Jetzt holen wir uns noch schnell 2 Kugeln und unsere Leute, können wir mal beobachten, wenn unsere Leute da eigentlich rüberspringen. Stopp! Bis daneben. Egal, einen werden die ja von alleine fertig kriegen. Und wenn ich mir das so angucke, mach ich das selber. Boah, was? Muss man alles alleine machen hier, das gibt's doch gar nicht. Ich bin nicht mal aufs Schiff gegangen, das ist ein Captain. Ich muss nicht mal aufs Schiff gehen, um 5 Leute zu töten. Hallo ihr Lieben. Ihr seid dazu da, um unsere Bekanntheit gerade zu verringern. Flupp! Kommt mit oder sterbt. So, Stoff, Rum und Crew. Und jetzt brauchen wir, da hinten liegt noch was rum. Das war einfach. Was war das denn jetzt?
Hallo? Mehr Segel, alle Segel! Was in Stürmen ist... Zum Bramsegel! Was ist... Wo siehst du hier ein Sturmspiel? Backbord, Captain! In Stürmen... Im Stürmen ist Reisegeschwindigkeit nicht möglich. Was ist denn bei dir bitte ein Sturm? So, da hole ich mir da hinten mal... Das Schiff jetzt noch. Und dann sollten wir so langsam alles eingesackt haben, was wir gerade vernichtet haben. Das sind Level 23er gewesen, gell? Level 23er, ja. Dahinter ist ein Level 11 Schoner. Der sollte uns aber nichts tun. Auf zweierlei Art und Weise. Erstens sollte er uns nichts tun, weil er nicht weiß, dass wir das Schiff geblättet haben. Zweitens sollte er uns nichts tun, weil das wahrscheinlich sein Ende wäre. So langsam sollten wir doch verdammt bekannt sein, oder? Ich meine, so viele Schiffe haben bestimmt nicht viele Piraten gekillt. Und ich habe erfahren, dass es anscheinend auch legendäre Schiffe hier irgendwo auf der Map geben soll. Da hat mich jemand gespoilert, leider. Ja, komm her, los. Aua. Was, wo? Ich sehe mich selbst nicht mehr. So. Der Tod, ja, ist er. 55 Pulverreserven des feindlichen Schiffs zerstören. So, ich sehe gar nicht mal, wo ich hinrenne eigentlich. Macht aber nichts. Passt schon. Ist mich verarschen, wo rennt der hin? Boah, verarsch mich nicht. Huhuhu. Stopp. Habe ich eigene Leute getötet? Der tötet nicht mehr Leute. Hä? Ich will sie verarschen. Was macht denn der? Der springt hier von Spieler zu Spieler. Aber tötet nie. Ey, guck mal hier. Ich drücke auf Countdown und der rennt irgendwo anders hin. So, jetzt aber hier. Das war's schon. Achso, ich habe den eigentlich gleich mit weggeschleudert. Geil. So. Na, dann haben wir das Schiff ja auch geblättet, meine Damen und Herren. Hallöchen. Wir haben Metall bekommen. Sehr geil. Metall ist eigentlich ziemlich wichtig. Deswegen sollte vielleicht, wenn ich Schiffe jage, mehr auf Metall aus sein. Sektor reparieren. Wir können jetzt gerade in Kenways Flotte einfügen. Ja, nehmen wir. Herzlich willkommen bei unserer Flotte, meine Lieben. Wird sich gut machen in der Flotte. So, dann gehe ich mal... Nein. Ihr könnt das Ruder bei hohem Wellengang nicht verlassen. Ach so. Ja, bei diesen 30 Meter Wellen, die sich hier wirklich gerade befinden, ist das ja kein Wunder. Also, manchmal frage ich mich einiges bei dem Spiel. So. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber ich habe rausgefunden, oh, 50 Metall lagen da rum. Das ist übrigens eine Eigenschaft von Metall, schwimmt auf Wasser. Bam. So, jetzt warten wir mal ganz kurz. Ah, Moment. Bam. Getroffen, Captain! La la la! La la la! Wir können sie entern! La la la! La la la! La la la! Macht so viel Spaß manchmal! Feuer! Dum 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 dum. Feuer! Woo!
entern.